In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns. Wie ihr unschwer am Titel erkennen könnt, erwarten wir unser zweites Kind. So eine kleine Lina. Ja. Wir schauen, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, wissen wir natürlich noch nicht. Aber wir wollten die Nachricht mit euch teilen. Es haben schon einige gefragt und geschrieben. Ja, ihr hattet recht, wir sind schwanger und wissen, dass. Warum wir? Du bist schwanger. Du bist da rein? Ja, okay. Und wir wissen das seit dem 20.03. Ja, wir waren auch schon beim Arzt, haben ein schönes Ultraschallfoto und da ist die Kleine. Unser Schwangerschaft. Das sieht man. Schatz, das sieht man. Das ist der Punkt. Ja, und wir warten jetzt auf die Blutergebnisse und nächste Woche Donnerstag müssen wir nochmal zum Arzt, zum Ultraschall. Ja. Mein erster Test war sofort positiv, also ich habe nicht mal eine Minute gewartet. Aber ich werde das alles einblenden, wie ich reagiert habe, und es wird ein extra Video kommen, wie Auda reagiert hat. Ich habe den nämlich überrascht, ne? Ich dachte erstmal, sie verarscht mich. Aber das seht ihr alles im Video. Weil bei Lina hatte ich das direkt am Telefon gesagt, ne? Ja, und das war nicht so schön. Also das war natürlich schön, aber... Also dieses Mal war auch nicht so schön, aber wie soll ich sagen? Man ist so geschockt, freut sich, also das sind so richtig gemischte Gefühle. Also morgen, wo ich aufgestanden bin, sie ist ja kurz rausgegangen, so 15, 20 Minuten. Ich habe gesagt, ich gehe kurz einkaufen mit ihnen. Genau, wo sie reingekommen, also wo du reingekommen bist, dann war ich so ein bisschen abgefuckt, dann hat sie mir so komisch angeguckt. Dann dachte ich mir, hey, warum guckt sie mich jetzt auf einmal so komisch? Normalerweise, sie antwortet immer. Aber an dem Tag hast du nicht geantwortet, du hast einfach die Tür zugemacht. Dann dachte ich mir, okay, irgendwas stimmt nicht, dann kommt sie raus mit so einem. Okay, mehr erzählst du jetzt nicht. Ah, okay. Das kommt im Video. Ja, und sonst freuen wir uns auf jeden Fall. Der errechnete Geburtstermin ist am 26.11. Linas Geburtstermin war auch an dem Tag. Ja. Stellt euch vor, beide haben in einem Tag Geburtstag. Ja. Boah, das wäre ein Jackpot. Einmal Geburtstagparty vorbereiten. Ja. Genau, das wollten wir euch mitteilen, damit ihr Bescheid wisst. Und natürlich, ich wünsche mir ein Mädchen und sie. Ich habe so ein Gefühl, dass es ein Junge wird, aber Hauptsache gesund. Also, wir haben auch eine Wette gemacht. Ja, wenn das ein Mädchen ist, dann muss sie mir. Na, wenn du recht hast, dann muss ich dir was Großes vorbereiten. Wenn ich recht habe, dann du. Dann ich. Ja. Jetzt ratet. Ihr könnt ja mal raten, für wen ihr stimmt. Und ich hoffe, ihr begleitet uns auf dem Weg in der Schwangerschaft. Und wir hoffen auf eure Unterstützung. Ich hoffe, ihr freut euch mit uns zusammen. Ja, wir wollten das Video mit Auda zusammen drehen, weil er auch mit dazugehört natürlich, ne? Mhm. Ja, willst du was sagen? Eigentlich nicht. Ja, wir freuen uns einfach. Wir sind froh, dass es so schnell geklappt hat. Sozusagen wieder beim ersten Mal. Und das wäre zweite und danach... Wollen wir kein Kind mehr. Also bei zwei... Also bei zwei, dann hören wir auf. Genau, wir wollen nämlich jedem Kind gerecht bleiben und... Lina, was ist das, Baby? Freust du dich? Aber Lina wird trotzdem meine Prinzessin sein. Große Prinzessin. Freust du dich? Freust du dich auf deine Geschwister? Ja. Was willst du dir? Bitte. 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 Willst du ein Mädchen oder ein Junge? Bitte. Nein. Junge? Junge? Oder Junge? Okay. Nee, egal. Ja, ihr Lieben, wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr uns auf dem Weg begleitet und. Ja, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne kostenlos machen, dann verpasst ihr nichts mehr von uns und könnt uns auf unserem Weg begleiten. Ne? Mhm. Hast du was zu sagen? Nein. Ja, mal schauen, wie es wird. So, das wollte wohl ich nur... Das war scheiße, aber egal. Schneide. So.
Was wollte ich jetzt sagen? Das wollten wir euch mitteilen. Ich hoffe, also wie sie gesagt hat, ihr freut auch darüber. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Also als nächstes wird sehr wahrscheinlich das Video kommen, wie Orwell reagiert hat. Und ja. Und danach dieses Video, ne? Nein, erst das, dieses Video. Ja, ach so, erst dieses. Ja, ihr Lieben, wir würden sagen, wir beenden das Video hier auch. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Sag mal Tschüss, Lina. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, ich weiß, ich sehe voll zerstört aus. Ich bin heute aufgewacht und habe einen Schwangerschaftstest gemacht. Ich habe drauf gepinkelt und sofort zwei Striche. Ich habe nicht mal zwei Minuten gewartet. Moment, ihr könnt das noch nicht erkennen. Bickle, Aschken, Bickle. Gehst du dir den Bickle? So. Da sind zwei. Schatz. Ja, okay. Genau, zeig das mal. Zwei Striche. Also ich denke mal, das ist eindeutig. Ich hätte niemals gedacht, dass es jetzt beim zweiten Mal sofort klappt. Und ich weiß gerade nicht, wie ich reagieren soll. Also ich freue mich natürlich, aber da darf man nichts erfahren. Wow. Baby. Ja. Ja, ich werde jetzt aber noch nicht zum Arzt gehen. Erst übermorgen oder so. Boah, ist der so zerstört aus. Ja. Krass. Das ist richtig eindeutig. Baba. Nein, nicht Baba zeigen. Lulu? Übrigens ist heute der, wie viel der? Der 20. März. So, ihr Lieben, heute ist der 26. Den Schwangerschaftstest habe ich jetzt ungefähr vor 6 Tagen gemacht, genau am 20. Viertel nach 12. Ja, ich komme jetzt. Viertel nach 12 haben wir unseren Termin beim Frauenarzt. Und ich denke mal, da wird geschaut, ob man schon was sehen kann. Und nochmal einen Urintest gemacht. Also einen Schwangerschaftstest. Ja? Ich komme jetzt. Genau, ich bin total aufgeregt, Leute. Ich kann das ehrlich gesagt immer noch nicht realisieren. Ich weiß nicht, bei Lina war das anders, aber beim zweiten Kind kann ich das irgendwie nicht realisieren, dass das jetzt geklappt hat. Hoffentlich. Ich will, dass alles gut dabei rauskommt. Ich will mich aber auch nicht so früh freuen. Vielleicht war der Schwangerschaftstest ja, keine Ahnung, ist doch nicht wahr gewesen oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Man will zum Arzt und die Bestätigung haben und das auf dem Ultraschall sehen und ja, zu 100%ig wissen, okay, da ist irgendwas. Ja, auch der schläft noch. Ich denke mal, der steht auch so um 11 Uhr auf, damit wir um 12.15 Uhr da sind. Ja, und dann, heute bin ich in der 6. Schwangerschaftswoche, also 5 plus 1. Ich denke nicht, dass man viel sehen kann. Ich denke mal nur diese Hülle und vielleicht das Embryo ist jetzt 4 mm lang oder 3 mm, ich weiß jetzt nicht genau. Mal schauen. Also bei Lina haben wir erst in der 7 plus keine Ahnung wie viel, also in der 8. Woche was gesehen. Deswegen mal schauen. Das Dumme ist halt, ich wollte ja letzte Woche schon zum Arzt, um die Gewissheit zu haben, aber die waren wohl krank und deswegen hatten die viel zu viel Stress. Deswegen haben die gesagt, kommen sie am Montag. Ja, jetzt fahren wir gleich hin. Und ich hoffe, wir kommen mit einem Lächeln raus und mit einem weinen Auge, also mit einem Weinen vor Glück. Ja, mal schauen, wie es wird. Ich bin total aufgeregt, Leute, total. Ich habe es meiner Mama gesagt, die hat es mir nicht geglaubt. Die glaubt es mir immer noch nicht, die denkt, ich mache Spaß. Also mein Bruder hat meinen Schwangerschaftstest gezeigt, aber sie glaubt es immer noch nicht. Mal schauen. Und Lina ist schon fertig. Komm rein, Schatz. Was denn? Mama, bei? Ja, wir gehen gleich, ne? Mama muss sich noch anziehen, ich bin auch hier in Pyjama. Mein Einhorn-Pyjama. Genau, ihr Lieben, also wenn wir aus dem beim Arzt fertig sind, dann melde ich mich. Und wenn ihr das Video sowieso seht, dann sind wir schwanger. Und ja,
Aber trotzdem, ich wollte das mal so mitnehmen, weil Berlin habe ich das hier gar nicht mitgenommen. Also ich habe keine Kamera oder so mitgenommen. Übrigens habe ich auch so ein Buch angefangen, was ich jetzt fast jeden Tag, wo ich fast jeden Tag reinschreibe. Ich glaube, gestern und vorgestern habe ich nichts reingeschrieben, aber ja, ab heute fangen wir wieder an. Ich kann ja, ne, für gestern nochmal was reinschreiben. Genau. So, jetzt ziehe ich mich aber an, lege mich noch ein bisschen hin. Ich bin auch total müde. Ich bin gestern spät eingeschlafen. Und danach schauen wir mal, was die Ärztin sagt. So, ihr Lieben, wir sind jetzt drinnen. Na, nicht anfassen. Beim Arzt. Wir warten jetzt auf Audit, der ist kurz unten. Und ich bin schon so aufgeregt. Bah, nicht anfassen, ekelhaft. Ja, ich habe mich schon umgezogen, also ausgezogen. Und warte jetzt eigentlich schon noch auf die Ärztin. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich bin jetzt 5 plus 1, steht auch da auf dem Rechner. Mal schauen. Ich habe Urin abgegeben. Blut abnehmen lassen, sind drei Flaschen. Also drei kleine Döschen. Ja, ich sag euch gleich, was dabei rausgekommen ist. So, ihr Lieben, ich habe gestern gar nicht mehr gefilmt. Wir waren ja gestern beim. Nee, war das gestern? Vorgestern, am Montag waren wir beim Arzt. Und ja, wir haben einen Ultraschall gemacht von der kleinen. So, von der kleinen Maus. Man konnte noch nichts sehen, man kann nur die Fruchthülle sehen. Ich zeige euch das mal kurz. Ich muss mal hier die Praxis wegblenden. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Und zwar ist hier die kleine Fruchthülle. Sie meinte, das Ultraschallgerät kann noch nicht einschätzen, in der wievielten Woche man ist. Das ist jetzt 0,72 cm groß, glaube ich, so wie ich es jetzt erlesen kann. Ja, und ich habe auch direkt hier Femdion gekauft. Das soll man die ersten 12 Wochen nehmen. Eigentlich soll man ja dieses, ich komme jetzt nicht auf den Namen, da wo du wie ein Tic-Tac, also wo du drauf drückst und du musst das jeden Tag einnehmen. Das, aber sie meinte halt, dass ich, also Folsäure, genau. Sie meinte, dass ich das hier nehmen soll bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche. Das soll sehr gut sein. Das ist jetzt für 60 Tage. Ich glaube, wir haben 42 Euro bezahlt. Und ja, ich bin total happy, was mich so ein bisschen mulmig gemacht hat, dass man noch nicht sehen kann. Aber sie meinte, sie haben halt auch Blut abgenommen und sie meinte zu mir, dass wir, die haben jetzt eine Woche geschlossen. Ich habe halt nochmal angerufen wegen den Blutergebnissen, aber ist noch nichts da. Und wir sollen jetzt nächste Woche Donnerstag nochmal hin, also Mittwoch, Donnerstag. Aber ich soll halt Donnerstagmorgen oder so nochmal anrufen, wie hoch die Werte sind. Aber ich habe ein gutes Gefühl, weil mir war heute total schlecht im Auto. Und ich habe mich so gefreut, dass mir schlecht war, weil ich mache mir seit 3-4 Tagen wirklich voll den Kopf. Ich denke mir die ganze Zeit, warum hat man noch nichts gesehen, warum ist die Fruchthöhle so klein, man macht sich ja voll die Gedanken. Aber sie meinte, machen Sie sich jetzt gar keinen Kopf, kommen Sie nächste Woche nochmal. Weil bei Lina haben wir auch erst ab der 8. Schwangerschaftswoche gesehen, also 7 plus 2 oder 6 plus 2 war das. Ja, ich freue mich total. Oh, der genauso, der war ja mit mir bei dem Termin und ja, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Mir geht es momentan sehr gut. Klar, körperlich ist man ein bisschen so kaputt. Daran merkt man halt auch, dass ich so ein bisschen so down bin und so. Aber mir geht es wirklich sehr gut und ich freue mich auf die kleine Maus. Und ich konnte das am Anfang gar nicht realisieren, weil du denkst dir, das hat jetzt so schnell geklappt. Klappt es wirklich? Und du, ich mache jetzt schon seit fast 2 Jahren YouTube. Und da denkt man sich, über 2 Jahren glaube ich sogar noch. Da denkt man sich natürlich, man hat jetzt so viele Videos gesehen und man hat dann auch Angst und ja. Naja, ich hoffe das Beste für unsere Maus und Nina freut sich auch. Sie hat natürlich Angst bekommen, als sie mich da so liegen gesehen hat. Natürlich hat sie nichts gesehen, ne? Aber sie hat gesehen, dass ich da liege. Aber wir wollten natürlich mit reinkommen und gucken. Und ja, dann haben wir gesagt, Baby. Und dann meinte sie, ja, Baby. Das war auch so schön. Also wir freuen uns wirklich total und ja, ich nehme euch auf jeden Fall durch, mit durch die ganze Schwangerschaft und mal schauen, wie sich das ergibt und was sich alles ergibt. Wenn wir in den Urlaub fliegen, bin ich ja ein bisschen schwangerer. Also man sieht den Bauch dann, glaube ich, eher, weil man war ja schon mal schwanger. Ich habe ein bisschen Unterleibsschmerzen ab und zu, aber dafür werde ich auch nochmal so ein Schwangerschafts-Update drehen.
von der 5. bis zur 8. Schwangerschaftswoche. Genau. Ach Mann. Ja, wir freuen uns einfach. Mehr kann ich nicht sagen, ehrlich. Also, wenn ich dann nächste Woche nochmal beim Arzt bin und die Bestätigung habe, dann werden sehr wahrscheinlich nochmal Tränen fließen. Ich kann das jetzt immer noch nicht zu 100% realisieren, aber solange man kann. Ja, Schatz. Was denn?